Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon TCG Online. Wir zocken gegen... Das ist eine gute Frage. Gegen Harp. Und ich hab wie... Es ist so das Ding, ne? Ich drück immer auf den Aufnahmeknopf, wenn das dann so anfängt. Und in der Sekunde bin ich so abgelenkt, dass ich nie weiß, gegen was ich eigentlich spiele. Und oh, jetzt hier, Ricky-Move, Alter. Der 1A-Ricky-Move schlechthin. Während des Partes einfach mal... Den Ton aktivieren, weil ich es vergessen habe. Ich hatte das Spiel vorhin gestreamt. Und dabei, ja, da hat man ja den Vorteil, man kann ein bisschen geilen J-Pop abspielen. Okay, jetzt natürlich nicht. Ah, hey. Musste durch. Bisofang. Bisofang macht mir ein bisschen Schaden, wenn ich drauf kloppe. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Den haben wir relativ fix tot. Manaphy kriegen wir noch schneller. Ja, kriegen wir auch ähnlich schnell tot. Und wir haben die Pokémon Center Dame. Wir haben Charon für Runde 1. Wir haben Pokémon Center Dame eventuell für Runde 2. Und Flordelis Chan. Ja, um eventuell irgendwas, was schlimm sein könnte, uns vorne wegzuholen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Tragosso. Ich bin ein bisschen angetan. Vom Knogger allerdings auch. Gut. X-Ball, wir haben 3. Das ist ganz nett. Okay, das ist das Bisofang, das ein bisschen Schaden abblockt. Ich dachte, das wäre das... Ah nee, ich verwechsel das gerade mit... Wie heißt das denn? Das hatte ich auch mal in einem Deck. Wenn du den triffst, der hält auch irgendwie 100 aus und du verlierst 20 Energie, wenn du ihn berührst. Irgendwie so um den Dreh. Okay, er gönnt sich direkt die Dame. Er hat echt Bock auf dieses Bisofang, oder? Ah, weil Pokémon EX. Bullshit. Bullshit. Das ist nicht so gut. Okay. Er will den in Ruhe vorbereiten. Ich sehe das schon. Ich sehe, was du vorhast, mein Freund. Ich sehe das. Finde ich gut. Finde ich nicht so gut, was du vorhast. Ich kann keine weitere Energiekarte dranlegen. Ah, crap. Kann ihn nicht one-hitten. Er mich aber auch nicht. Oh, was machen wir denn jetzt? Holen wir uns den direkt? Wollen wir ihn uns packen? Oder trauen wir uns das nicht? Trauen uns das nicht, oder? Ich muss auf der anderen Seite... Das kann ich definitiv schon mal machen. Ich muss mir das Bisofang eigentlich packen. Kann ich ihn in 2 Runden töten. Er macht mir einmal 120 Schaden. Das ist nicht das Schlimmste auf der Welt. Das ist nicht das Schlimmste auf der Welt. Nee. Wir müssen halt. Es wäre halt super gewesen, wenn ich noch eine ganz normale Energiekarte gezogen hätte. Klar. Habe ich aber nicht. So. Dinge, die man nicht hat, kann man nicht benutzen. Und entsprechend müssen wir handeln. Und dann denke ich mal, das ist Bisofang hier die beste Idee. Er benutzt den Goldbrecher. 120 Damage, genau. Das kannst du gleich machen, nicht viel. Da ist die normale Energiekarte. Das packe ich trotzdem hier dran. Das packe ich hier dran. Und damit ist Bisofang-Geschichte... Wir können noch 110 einstecken. Also eigentlich nur 100. Bei 110 wären wir down. Deswegen 100. Ihr versteht, was ich... Ja, naja. Na ja. Okay, 3 Karten nachziehen. Dann kriegen wir vielleicht auch Energie ran. Er kann jetzt nicht allzu viel machen. Er saugt ziemlich gut für uns. Sieht okay aus. Wie gesagt, Knocker ist ja auch jetzt... am besten Willen... Eine schlechte Karte. So, denkt ein Pokémon zeigt es dem Gegner. Okay, das ist okay. Hm, ja, das wie gesagt, das ist auch nicht verkehrt. So nicht verkehrt. Rokara! Das Ekelpaket. Okay. Rokara, das Ekelpaket. Ist auch nicht so schlimm. Ist halt auch gar nicht mal so schlimm. Hm, Knogger Turbo, dafür ist es eigentlich... Zu früh, würde ich behaupten, wir one-hitten.
Naja, können wir hier schon mal das Lugia eigentlich anlegen. Mit Lugia Turbo. Lugia Turbo werde ich auch auf jeden Fall noch draufpacken. Aber gut. So, zwei Karten haben wir schon mal in unserem Besitz. Er hat das Rokara nicht abgelegt. Warum auch immer er das nicht abgelegt hat. Das ist für mich okay. Jetzt erst. Kann ich Mana für ihn noch ein bisschen ärgern, ne? Ist für mich okay. Ist cool. Das ist cool für mich. Ich brauche jetzt nur noch irgendwie eine Tauschkarte. Und dann nachher auf Knochen, oder? Oder wir machen es so. Wir netzen gerne. Das arme Tragosso. Wieso willst du dieses arme Tragosso? Warum? Das ist doch gemein. Also ich wüsste jetzt nicht, was Tragosso ihm getan haben soll, aber naja. Okay. Okay, da der Rückzug. Warum? Was tust du? Das war 90. 90 hältst du aus. Dir ist schon klar, dass ich jetzt eventuell... Wieso? Ja, es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Es ist mir stinkefucking egal. Wir machen den hier. Rückzug, ja. Knogger. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen auf unser Glück stützen. Ich war übrigens dumm. Ich hätte natürlich diese Unterstützerkarte vorher spielen sollen. Denn er hätte ja Tauschball rumkommen können. Und da ist die Tauschkarte. Verdammt. Das gönnen wir uns mal. Ja, das können wir uns gönnen. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem es heißt, haben wir Glück oder haben wir kein Glück? Ein einziger Kopf reicht. Never lucky. Wundervoll. Gewisse Dinge ändern sich einfach nicht, ne? Gewisse Dinge, die ändern sich nicht. Da kannst du dich drauf verlassen. Zweimal Zahl, wenn ich mit Knogger angreife. Das sind einfach Fakten. Warum auch immer jetzt überhaupt noch an... Okay, er hat keine Karten, ne? Das ist ein bisschen... Denn die ist natürlich für ihn jetzt ein bisschen doof. So ganz ohne Karten, während dein Gegner, der draht sich seines Lebens froh. Zahl. Der Kopf. Wundervoll. 100 Schaden durch Knogger. Perfekt. Tauschkarte ist auch bereit. Wenn man dann nämlich... Oh, ich bin am Zug. Dann sage ich an dieser Stelle... G. Fucking G. Zu mir selbst. Gut gespielt. Gut gespielt, Wollo. Dankeschön. Dankeschön, danke. Ich weiß, dass das war. Das war absolut großartig. Oh, guck mal, wir gewinnen nichts. Toll. Sozusagen umsonst gespielt. Außer, ja, dafür. Eine weitere Schicksalsschmiede. Oh Mann. Auf die habe ich Bock. Aber gut, dann können wir uns noch ein. Und Panapé. Warum nicht? Panapé, show me what you got. Das hat sich voll deutsch angehört, was du das ausgesprochen hast. Ich weiß. Und ich sage euch was, seitdem ich nicht mehr anfange, fahre ich besser. Es ist einfach so. Er hat kein Basis-Pokémon. Ist halt die Frage. Tragosso, Machomai. Es geht halt alles. Es geht halt alles, ne? Ich könnte mit allem starten. Ich starte hier einfach mal mit Koiwaff. Weiß ich nicht. Ist vielleicht bekloppt. Ich mach's mal. Einfach ein Versuch. Weil hier der Doppelte, ne? Okay, Fluchtseil. Das ist eklig. Um gut zu wissen, da sollte ich mir vielleicht überlegen, nicht allzu viel Gedöns auf die Bank zu packen. Zumindest im Endgame nicht. Nicht, dass er sich da irgendwas besorgen kann, ne? Irgendein leichtes Opfer hat. Das wollen wir nicht. Okay. Okay, Froxy. Das ist ganz nett. Die kann ich mit zwei Schlägen besiegen. Und wir können ihn eventuell paralysieren. Das ist halt gut. Deswegen finde ich Koiwaff eigentlich so als Start... Ist halt nicht verkehrt, ne? Eine Doppelenergie dran, bam. Dann hast du einen ganz guten Opener. Lichte, für eine Münze, Angriff, ich zähle weitere Schadenspunkte zu. Mhm. Bis zu 20 Damage! Mit diesem Lichte. Weiß halt nicht, das kann sich bestimmt entwickeln. In irgendetwas Schreckliches, ne? Okay, jederzeit zurückziehen. Whatever. Ist okay für mich. Brief vom Professor. Ebenfalls für mich super okay. Zieh dir deine Energiekarten, die du brauchst. Einmal Wasser, einmal dies. Okay. Okay. Kampffahnder. In einer scheiß goldenen Version. Das gefällt mir.
Dann hast du eine schöne Karte, Kornelverschnitt. Das ist nicht schlecht. Effund, du kannst aber nicht angreifen. Da haben wir Rukara. Ich überlege, den lege ich auch mal ab. Das ist okay. Und jetzt bitte paralysieren. Na? Lucky ist er, der Wollo. Lucky ist er heute. Ich weiß nicht. Ein bisschen mehr als manchmal. Immerhin. Gut. Mein Freund. Wie wirst du jetzt reagieren? Er entwickelt, okay? In Laternecto. Verfluchter Fall. Verteilt 3 Schaden mal beliebig auf die Pokémon des Gegners. Sie sagen, für 20 Schaden pro Mal der Anzahl der Pokémon in deinem Ablagestapel die Nachtwanderung beherrschen zu. Oh, in seinem Ablagestapel. Okay. Okay, mit der Entwicklung kann er halt weitermachen. Legt er da noch Energie dran und macht Schlecker? Alter, er könnte mich paralysieren, der Ficker, ne? Das wäre halt Bullshit. Aber er legt keine Energie dran. Ist gut. Sollte ich jetzt Flordelis-Charm ziehen, hole ich mir den dann gleich, um diese Nachtwanderung direkt zu untergraben? In seinem Ablagestapel. In seinem Ablagestapel ist nur das. Da ist sonst nichts. Jetzt kann er 3 Schadensmagen beliebig verteilen. Das hätte ich vermutlich auch so getan. Ja, ja. Da sind wir uns einig. Machen wir mal. Hoffen wir auf Paralyse. Ah, das wäre zu viel des Guten gewesen. Das ist ein sehr langsamer Start. Er braucht auch wieder sehr lange, ne? Das sehen wir auch wieder deutlich an den Zeiten. Eine Stadionskarte, Trainingscenter. Jedes Phase 1 und Phase 2 Pokémon im Spiel deine und die Gegner erhält plus 30 KP. Okay. Okay. Das muss ich mir merken. Ich hoffe, dass meine Energiekarte, meine Stadionkarte noch kommt, damit ich das hier vertreiben kann. Da bin ich nämlich gar kein Fan von. Danke für dein Pokémon, jetzt gehen das 10 Schadenspunkte zu. Oh, Kumpel. Uncool. Das ist aber äußerst uncool, was du da tust. Tja, vielleicht müssen wir ihn auch. Weiß ich nicht, wie lange halte ich das durch? Halte ich das lang genug durch? Schon. Das Ding ist halt nur, er müsste paralysiert sein. Das würde schon enorm helfen. Scheiße. Ich will dich nicht verlieren, Resladero. Ich will dich nicht verlieren. Halten das noch ein bisschen aus. Der hält es nicht mehr so lange aus. Resladero könnte ihm gleich das Ende bereiten. Doof ist halt, dass Koiwaf damit dann keine Energiekarte mehr dran hat, ne? Weil ich die Doppelenergie halt loswerde. Verfluchter Fall. Na? Bleibst du bei ihm? Oh, er sieht schon. Er sieht das Problem. Alle können hier Ärger machen, wa? Scheiße, ne? Scheiße. Das ist ja scheißgefährlich hier. Kein Rukara? What the fuck? Alle Rukaras sind... Oh, nee, mach keinen Scheiß. Alle Rukaras sind in den Preiskarten? Welch Zufall! Na gut. Ja, es hilft halt nichts, ne? Wir gehen... Ja, so doof das doch ist. Wir nehmen den Rückzug. Nehmen den Salto-Stampfer. Und erledigen zumindest erstmal ihn. Das ist gut. Kriegen als Preiskarte ein weiteres Dragosso. Okay, wir haben keinerlei Energiekarten. Wir haben noch jede Menge Pokémon. Wir haben zumindest einen voll ausgestatteten. Der Schaden dieser Angriff wird durch Schwächeres, denn sein Angriff wird durch ein Team-Pokémon eines Gegners nicht verändert. Das ist egal. 50, 60. Er tötet mich vorher. Außerdem habe ich dann übrigens eine Rukara liegen. Ja, alles gut. Nehme mein dummes Gelaber von gerade eben zurück.
denk nicht drüber nach. Denk nicht drüber nach. Die Frage ist jetzt, ne, die mich ein bisschen stört. Gilt das hier als ein Phase 1 Pokémon? Ich denke nämlich nicht. Ich denke nämlich nicht. Kolwaff will er. Okay, das finde ich gut. Kumpel? Das finde ich gut. Und Zubat? Okay. Pokémon Energie hat eine Schadensmarke, 10 Schadenspunkte. Er geht weiterhin auf ihn. Hm. Energiekarten. Würde fast auf X-Ball gehen im Moment. Bin dumm. Er hat Rückzugskosten von 1. Ich bin dumm. Okay, ich bin dumm. Offiziell. Machen wir es offiziell. Ich bin dumm. Ich hätte Zubat zwar nicht one-hitten können, weil er 30 extra Punkte hat. Ah, das war nicht so neu schlau. Aber jetzt überlegt er sich halt, ob er vielleicht das Mewtwo angreift stattdessen. Ich finde es halt auch nett, dass er einfach auch nicht wirklich Energiekarten hat. Das finde ich durchaus. Das weiß ich durchaus zu schätzen. So, Rückzug, okay. Das war halt, wie gesagt, sau dämlich. Warum mache ich sowas? Ah, nee, wir machen ja 100. Es ist ja eine Stadionskarte drin. Es ist ja eine geile Stadionskarte drin. Es ist ja alles cremig. Okay. Dein Schlitzer tötet mich nicht. Durch deine Stadionskarte töte ich aber dich. Ah! Will dir auch ein Nebulak nicht mehr helfen? Nein. Nein. Nein, Kollege, nein. Auch ein Nebulak. Macht mir da jetzt keine Angst. Ich finde schon, das Quajutsu, muss ich sagen, ist schon nicht schlecht. Vor allem, weil mit einer Karte, ne? Mit einer Karte kannst du 50 Schaden machen. Das ist schon nett. Den ganzen Trap kann er nicht gebrauchen. Alles neu. Mhm. Tafelwasser. Okay. Ah, das ändert aber tatsächlich was. Das Tafelwasser ändert tatsächlich was. Es hat weniger Schaden gemacht als gedacht. Achso, das war extra. Das war extra. Okay, der Gegenangriff ist aber noch da. Das ist dafür wiederum sehr nice. Salto-Stampfer! Reicht halt nicht. Da er ja mehr aushält. 30 extra Punkte. Hm. Aber Mewtwo ist fucking stark. Und Nebulak dürfte Schwäche haben, ne? Hat er nicht. Ich habe aber Schwäche. Er schmeißt alle Karten weg. Ich schmeiß alle Karten weg. Was kriege ich? Lordelis-Chan ist okay. Sharon ist ebenfalls okay. Hm. Ja gut, dann töte ich ihn. Mir bleibt ja nichts. Kann nur hoffen. Alpollo. Verwirrung. So ekelhaft. Und er kommt damit durch mit der Verwirrung. Aber der Gegenangriff dürfte ihn killen, ne? Nicht? Doch. Meine ich doch. Gib mal her. Lugia. Okay. Er nimmt direkt Alpollo. Okay. Durch die Robe, ne? Durch die Robe geht das wahrscheinlich. Eine Doppelenergie? Bullshit. Okay, wir greifen gar nicht an. Wir gehen hier drauf. Alles klar. Alles klar. Was kann er denn schlimmstenfalls machen? Das Pokémon ist jetzt vergiftet. Dieses Pokémon kann sich während des nächsten Zuges seines Gegners nicht zurückziehen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe eine Pokémon-Center-Dame, mein Freund. Es ist mir egal. So viel dazu. Tu's halt. Das macht nichts. Bist danach tot. Die Robe bringt wie viel nochmal? 20. Also ja, wir müssen 50. Flordelis. Oh, Arschloch. Arschloch. Ist mir aber scheißegal. Oder?
Wir machen es so. Wir machen es so. Ach, ich kann mich nicht zurückziehen. Bullshit. Ich bin ein Trottel. Shit. Cheat. Damit war das dümmste ever nicht. Das, oder? Doch, schon ziemlich dumm. Oh, shit. Visado. Misplay. Ah, das war schlecht. Aber hey, okay. Ist in Ordnung. So ein Fehler, ne? So ein Fehler muss auch mal passieren. Ist nur die Frage, ob er daraus jetzt was verwandeln kann. Ich hoffe halt nicht. Das wäre jetzt echt mies. Das wäre jetzt echt mies. Ich habe halt das mit dem Zurückziehen direkt wieder vergessen. Okay, N. N ist für mich gerade ganz gut. Weil die Karten, die ich habe, na gut, doch, die waren schon okay. Die Karten sind aber genauso okay. Er bleibt weiter bei diesem Giftring. Okay. Mein Segen hast du. Gib mal her, was haben wir hier? Schauen wir mal, ob wir hier jetzt ein bisschen Glück haben. Einmal ein bisschen Glück. Resistenz. Vergiftung schadet mir weiter. Es ist aber nicht schlimm. Es ist aber nicht schlimm, weil Mega Mewtwo ist halt immer noch eigentlich so stark, dass er da gleich durchrasiert. Er müsste jetzt schon wirklich mal auch langsam irgendwas Krasses legen, ne? Damit mir die Angst kommt. Okay, die nächste Robe, ein Froxy. Das nächste Nebulak. Das ändert nichts. Verwirrung ist halt Bullshit. Jetzt kommt Gengar. Werden wir einen Gengar sehen? Scheinbar hat er das da nicht. Ist vielleicht eine Preiskarte. Ärgerlich. Kann ich verstehen. Ärgerlich. Verwirrung. Kommt durch. Als ob das weiter darauf geht. Na gut. Unter diesen Umständen müssen wir halt jetzt... Oh, wenn er bei Mewtwo auf Verwirrung geht, ne? Dann bin ich... Oh, wäre ekelhaft. Jetzt muss ich halt doppelt Glück haben. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Sobald ich was drehen muss, würfeln muss. Oh. Immerhin ist er jetzt down. Also meiner. Das ist halt fast schon okay für mich. Okay, den hat er auch direkt schon so weit. Das ist Crap. Das ist ziemlicher Crap. Können wir dann noch... Na endlich. Na endlich. Nimm dir deine Karte. Mega Mewtwo kommt ins Spiel. Breiten wir Rokara vor. Ich meine, warum nicht? Für den Fall. Für den Fall der Fälle, ne? Einfach. Für den Fall der Fälle. Okay, jetzt noch eine Doppelenergie. Kann man auch noch an Koiwaff packen. Das Problem ist nur, das nächste Pokémon, das ich lege, muss dann auch gewinnen. Okay, das ändert eigentlich nichts. Er will jetzt, ja, hier, bitteschön, Koiwaff. Viel Spaß damit. Den ziehe ich halt zurück. Das ist eigentlich der schlimmste Fehler, den er gemacht hat. Jetzt kann er Mewtwo nicht mal schlagen. Außer ich ziehe keine einzige Energiekarte. Oh. Das wäre Crap. Ziehe keine Energiekarte. Das ist schlecht. Ziehe ich jetzt eine? Ja. Wundervoll. Komm, das ändern wir mal. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ja. Passt mir gut. So. Weg damit. Ach, er kann ja nicht zurückziehen. Shit. Ich habe das schon wieder... Als ob ich das schon wieder vergesse. Visado. Was ist los mit ihm? Aber er gibt auf. Dankeschön. Danke, dass du dieses Leid beendest. Das war nämlich einfach nur noch
ein Abwarten, bis du es einsiehst. Ich hatte auch keine Lust mehr. Gut. Das soll es aber gewesen sein für den heutigen Pokémon TCG-Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.